Hey Freunde, erstmal ein wunderschönes neues Jahr wünsche ich euch. Das erste Video 2023. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, eine Pause einzulegen und das möchte ich euch heute erklären. Und zwar habe ich mich nicht nur für eine YouTube-Pause, sondern auch für eine Social-Media-Pause generell entschieden. Vor 4 Wochen, glaube ich, circa. Seitdem ist sehr, sehr viel passiert. Und ich fange jetzt einfach mal grob an, euch zu erklären, wie es überhaupt dazu kam und was hier die nächste Zeit kommt, ob hier überhaupt noch was kommt, wie es überhaupt mit allem weitergeht. Fangen wir mit 2022 an. Es sind super schöne Dinge passiert. Philipp und ich sind zusammengezogen, wir waren auf dem Urlaub, wir waren zusammen auf einem Worktrip. Es war echt schön, aber es sind auch genauso viele sehr, sehr schlimme Dinge passiert und Dinge, die ich einfach von damals nicht verarbeitet habe, was auch zum Beispiel einen Teil von meiner Familie anbetrifft. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, ich habe 2022 all diese Dinge wirklich verarbeiten müssen. Jedenfalls hat mir irgendwann so Anfang des Jahres, sag jetzt mal so am April ungefähr, das Videodrehen nicht mehr ganz so viel Spaß gemacht. Und ja, also versteht mich jetzt nicht falsch, ich habe es schon noch gerne gemacht und es war auch noch mein Hobby, aber irgendwie habe ich mich angefangen mit anderen Creatoren mehr zu vergleichen. Und ich habe mir manchmal die Kritik von euch auch nicht zu Herzen genommen, sondern ich bin halt so komplett irgendwie, ich weiß gar nicht, auf meiner Bahn verrutscht, kann man das so sagen. Jedenfalls musste ich das erstmal alles selber reflektieren das Jahr über und habe es manchmal gar nicht so richtig gemerkt und ich dachte mir, nee, ich kann jetzt nicht einfach eine Pause machen. Ich habe mir immer gedacht, ich kann nicht einfach eine Pause machen, ich kann mich nicht einfach mal sammeln und ich kann nicht einfach mich 5 Wochen nicht melden und nochmal alles überdenken, wie ich das machen will, einfach mal Zeit für mich nehmen, etc. Im Sommer zum Beispiel fand ich meine Videos extrem interessant wieder, gerade auch die Mallorca-Vlogs, die kamen auch unfassbar gut bei euch an. Philipp und ich hatten eine super Zeit, so ist im Übrigen auch unsere Beziehung. Also, weil viele immer sagen, unsere Beziehung ist irgendwie total komisch oder toxisch, das stimmt nicht. Ich sage euch nur, dass die letzte Zeit für Philipp und mich nicht so einfach war. Auf jeden Fall, so wie es im Sommer war, so ist unsere Beziehung eigentlich 99% der Zeit. Und es ist einfach super, super schön und ich will nichts davon missen. Und nach dem Sommer hatte ich dann irgendwie so noch ein weiteres Tief und mir ging es dann mental irgendwie nicht mehr so gut. Und mich haben viele Dinge irgendwie traurig gemacht, auch in Bezug auf meine Zukunft. Ich habe mir voll die Gedanken gemacht und ja, habt so voll viel hinterfragt einfach. Und ich denke, dass es auch normal ist. Wir sind Anfang 20 oder ich bin Anfang 20 und alles ist so schnell und Corona kam und es hat so viel Zeit weggenommen und keine Ahnung, ich habe einfach sehr viel letztes Jahr hinterfragt. Ich hätte wahrscheinlich auch ganz normal weitergemacht und wäre auch nie zu dem Punkt gekommen, alles zu reflektieren, wäre im November nicht etwas passiert, was mein Leben von heute auf morgen komplett verdreht hat. Ich kann euch das in ein paar Wochen erzählen, aber aktuell mag ich darüber noch nicht reden, weil ich immer noch nicht 100% weiß, wie ich das ganze Thema überhaupt ansprechen soll und ich will die richtigen Worte dafür finden. Ich hoffe, ihr versteht es, aber ich werde euch das auf jeden Fall erzählen. Jedenfalls war da der Punkt erreicht, wo ich mir dachte, okay, ich kann jetzt nicht lächeln, ich kann jetzt nicht die Saskia spielen, die ich sonst bin. Ich kann das nicht verstecken und es wird mir jeder anmerken und so war es auch. Ich habe Vlogmas versucht, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Viele Leute haben geschrieben, eure Beziehung ist komisch. Viele Leute haben geschrieben, du bist komisch, irgendwas stimmt nicht, was ist los? Du machst ständig Ankündigungen und Versprechungen und ihr wisst nicht, wie schlecht ich mich gefühlt habe, als ich Vlogmas nicht weitermachen konnte. Ich habe echt geheult. Ich dachte mir, das kann nicht sein. Jedes Mal, wenn ich irgendwas mir vorgenommen habe letztes Jahr, kam irgendwas dazwischen und hat es wieder komplett weggemacht. Egal in welcher Sache, egal ob es privat war oder ob es hier öffentlich war. Und es war einfach total bescheuert. Und dann habe ich angefangen zu reflektieren, wie ich vor 2 Jahren war und wie zielstrebig ich war und wie viele Leute ich motivieren konnte. Mein Content hat mir richtig gut gefallen. Ich habe das gemacht, was mich erfüllt hat und nicht das, was irgendwie jeder von mir sehen wollte. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich kann jetzt nicht mehr, ich werde mich zurückziehen, egal was jetzt jeder sagt. Wenn das jemand nicht versteht, dann ist das okay. Ich habe einfach nur das Bedürfnis, euch mitzuteilen, dass es okay ist, nicht okay zu sein und dass auch ich nur ein Mensch bin, der einfach mal
eine Pause gebraucht hat. Auf jeden Fall habe ich dann Weihnachten ohne Handy verbracht, Silvester ohne Handy verbracht. Wir waren letzte Woche in Österreich mit Philipps Familie und es war wirklich wahnsinnig schön. Und ich habe einfach mal wieder so ein ganz normales Leben gelebt, ohne irgendwie großartig auf Social Media präsent zu sein, ohne mich irgendwie vergleichen zu wollen etc. Und es hat einfach unfassbar gut getan. Und ich glaube, man merkt es mir auch an. Ich hoffe, man merkt es mir an. Mir geht es wirklich wieder gut. Ich bin mental wirklich top und ich habe das Gefühl, 2023 wird das Jahr für mich. Es sind so viele tolle Sachen geplant, privat. Es sind so viele schöne Ereignisse, die passieren werden. Und ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht heule. Aber ja, auch mit meinem Abi ist es einfach, ich möchte euch bei allem mitnehmen. Und da kommen wir jetzt zur nächsten Sache. Und zwar werde ich, solange ich noch nicht 3 Videos die Woche konstant hochladen kann, meine Videotage auf 2 Videotage pro Woche reduzieren. Ich weiß, für manche ist das jetzt doof, aber ich muss da ein bisschen an mich selber denken. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit momentan, ich muss ein bisschen was für ILS machen, weil es einfach jetzt aufs Ende zugeht und ich das auch gut machen möchte. Und ich denke, dass das so die beste Lösung ist. Wenn ihr 2 Videos die Woche habt, anstelle von keinem oder irgendwann angekündigten 3, aber es kam doch nur 1, dann ja, habe ich auch mehr Zeit, mich auf die Videos vorzubereiten und ja, gute Videos auch zu produzieren, abwechslungsreiche Videos zu produzieren. Das ist auch schon der nächste Punkt. Und zwar möchte ich nicht mehr nur rein Vlogs machen. Ich persönlich mag Vlogs sehr gerne, aber auch nur dann, wenn viel passiert. Also versteht mich nicht falsch, ich mag auch Daily Vlogs. Manchmal passiert auch sehr viel in meinem Leben. Aber jeden Tag, also jeden Videotag einen Vlog hochzuladen, das hat mich auch nicht mehr erfüllt. Und viele haben auch auf Instagram geschrieben, ich hatte so eine Abstimmung gemacht. Aber ich frage euch jetzt auch nochmal hier, deswegen schreibt mir wirklich super gerne in die Kommentare, wann ihr am liebsten Videos schaut, 2-mal die Woche. Am besten ist es, wenn die Tage ein bisschen auseinander sind, also jetzt nicht unbedingt Sonntag und Montag. Aber schreibt erstmal, wann ihr das bevorzugt und dann, wann ihr euch am liebsten die 2 Videotage vorstellt bei mir. Uhrzeit ist erstmal egal, es geht nur um die Videotage. Dann könnt ihr mir auch gerne noch in die Kommentare schreiben, was euch stört, an meinen alten Videos gestört hat, euch vielleicht auch genervt hat oder euch nicht so gut gefallen hat. Ich weiß, dass sowas Content Creator immer nicht so gerne hören, weil man kriegt ja Kritik für seine Sachen, aber ich finde, es gehört dazu. Ich habe das, wie gesagt, alles schon auf Instagram gefragt. Da wurde sehr oft genannt, dass es zu viel Werbung hier ist, was ich auch absolut einsehe. Ich habe auch einiges gekündigt und abgesagt, weil es mir auch zu viel wurde. Und ich immer noch, und das meine ich auch so, nur das mache, wo ich wirklich hinterstehe. Und all das, was ihr im letzten Jahr gesehen habt, war auch von mir getestet und ist auch authentisch. Ich benutze die Produkte alle immer noch. Aber ich gebe euch natürlich recht, es ist teilweise zu viel. Und natürlich möchtet ihr nicht in jeder Routine Werbung haben und das sehe ich auch alles ein. Aber dadurch, dass ihr hier auch eine Community seid und nicht jeder von Instagram hier rüberkommt, möchte ich auch euch fragen, wenn euch was stört, dann packt es gerne in die Kommentare. Zum allerletzten Punkt, als ich gefragt habe, was natürlich auch viele genervt hat, kam oft die Sache Schule, Business, Aufräumen, Haushalt und lange Labervideos. So. Ich kann natürlich nicht nur mich auf eine Richtung beschränken, weil das macht mir dann auch wieder keinen Spaß. Ich kann euch aber versprechen, dass da jetzt mehr Abwechslung reinkommt. Also es gibt mal Talk-Videos, einfach wo wir uns ein Thema raussuchen, vielleicht einmal im Monat. Girls Talk oder irgendein Thema, was unsere Community bestimmt, das können wir gerne einführen. Worüber ich dann ein komplettes Video mache, ein Sit-Down-Video, was länger geht, das vielleicht einfach mal 20, 30 Minuten geht. Und ich liebe es einfach, mich mit euch auszutauschen. Sowas habe ich geplant. Dann aber natürlich weiterhin Food Diaries, weil das auch immer etwas ist, was ihr gerne anschaut oder sehr viele gerne anschauen. Da haben mir natürlich auch ein paar Leute geschrieben, ich habe eine Essstörung, ich mag sowas nicht gucken. Dann würde ich einfach die Leute bitten, wenn ihr sowas nicht anschauen könnt, dann schaltet einfach ab und dann ist das nächste Video einfach wieder was für euch. Denn ich möchte meinen Content so gestalten, dass er mir und euch gefällt. Er muss ja uns allen gefallen.
Was ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen kann, ist, euch einfach bei meinem Abi weiter mitzunehmen. Das interessiert auch immer sehr viele. Es ist halt auch einfach, es gehört zu meinem Leben dazu. Ich werde das nicht rausstreichen. Ich werde es auch nicht verheimlichen können, wie auch immer. Oder ich kann schon, aber es nimmt halt sehr viel Zeit in Anspruch. Und wenn ich mal einen Vlog drehe und ich bin halt mal 2 Tage in der Bib, dann gibt es halt mal wieder einen Study-Vlog. Das ist halt nicht für alle was, aber ich denke, so ist es die beste Lösung. Wenn ihr irgendwelche Videovorschläge habt, was ihr gerne sehen möchtet, dann gerne her damit. Worüber ich mir auch noch nicht ganz im Klaren bin. Ich persönlich zum Beispiel mag auch gerne so Aesthetic-Routinen, also so Clean Girl, Dead Girl-Routinen. Da spalten sich aber oftmals auch die Meinungen. Da muss ich mir noch überlegen, was ich dazu mache. Ich will euch auch gar nicht meinen kompletten Contentplan verraten, aber ich möchte mir einfach wieder Mühe geben und deswegen gibt es eben, wie gesagt, nur diese 2 Videos pro Woche. Das läuft oder klappt wahrscheinlich dann einfach besser. Und sobald ich wieder in der Lage bin, 3 zu schaffen und mir das zutraue, gibt es dann auch wieder 3. Genau, ich glaube, mehr kann ich euch erstmal gar nicht sagen. Danke erstmal fürs Zuschauen. Danke für euer Verständnis. Danke, dass ihr vor allem noch hier seid. Vielen lieben Dank auch für die letzten 6 Jahre, die ihr teilweise schon, ja, meine Videos verfolgt. Und danke auch an all die Leute, die immer wieder kommen und immer wieder gucken, ob sich mein Content ein bisschen verändert hat, sodass es ihnen wieder gefällt. Es freut mich unwahrscheinlich dolle. Und ich hoffe, euch gefällt mein neues Konzept. Ich hoffe, ihr schaltet wieder öfter und regelmäßig ein. Und ich würde sagen, wir sehen uns diese Woche noch einmal. Ich werde mal schauen, wann ich diese Woche noch ein Video hochlade. Werde euch das einfach hier irgendwo reinposten oder es halt auf Instagram teilen. Oder vielleicht schreibe ich es einfach irgendwann die Woche in die Infobox. Schaut einfach gerne vorbei. Und damit würde ich das Video gerne beenden und ich wünsche euch einen wundervollen Tag und eine wunderschöne neue Woche. Bis dahin, ciao!